Hallo und Sauerdikap. Ja, heute teste ich für euch, teste ich nicht. Sind wir beim Torti, ein Urgestein aus der 233, kennen wir ja viele. Ja, er hat einen neuen Laden auf der Nagler Road, gegenüber vom Crystal Palace, schräg gegenüber. Ja, wir gehen heute mal bei ihm hin. So, gehen wir mal rein. Ja, jetzt habe ich mal das Tagesmenü empfohlen bekommen und mach mal das Rinderfiletstreifen, Champignon-Rahmsoße. Ja. Eis, ach, ich sagte ja, heute noch nicht gefrühstückt. Seit 5 Uhr unterwegs, das ist also mein Frühstück. Hau ich mal rein. Jetzt könnte ich aber was trinken. So, schönen Salat, Vorspeise. Und ein Bierchen, ganz offiziell, Thomas. Thomas hat das Bier auch bekommen. Toi. Ja. Oh, Franz auch schon, erstmal schon mal einen Salat und eine Cola. Ja, Franz darf ja nicht. Du musst ja noch Auto fahren. Na, ich da warten wir auf die Hauptspeise. So. Rinderfiletstreifen mit Nudeln. Lecker, schöne Soße. Gucken, was die anderen essen. Gleiche. Schweinefilet. Franz, da muss ich dir noch mithelfen, wa? Musst du mir helfen, ja. Gut. Ich muss ja abnehmen. Toi? Münchner, ne? Ja. Ihr habt nicht das. Ach, du hast auch die Rahmen, ja. Du hast doch die Rahmensoße, ne? Ja. Schweinemedaillon. Toi auch. Ich hatte Rinderfilet. Und der Thomas, ja, was kriegt der Thomas? San Miguel-like flüssig. Ja, flüssig Nahrung. Davon kann der Mensch auch leben. Ja. Die Zähne nicht so schnell kaputt. Ja, das ist also Torti sein Laden, mal nicht die Leute aufnehmen. Sehr schön gemacht, sportlich würde ich sagen. Ja, viele Fernseher, schöne Deko. Direkt an der Straße. Tortis Biergarten. Ich wollte noch ein Interview mit Torti, aber er ist busy. Ja. Leute sind da. Personal ist freundlich. Essen ist gut. Ja. Bier ist kalt. Was will man noch mehr? So. Da würde ich mal sagen, das war also, ich wollte noch ein Interview mit Torti, aber er hatte keine Zeit, er ist zu busy. Aber es ist ein kurzes Video, das war jetzt vom Tortis Biergarten auf der Nagler Road gegenüber vom Crystal Palace. Ja, Torti wird sich bestimmt freuen, wenn ihr vorbeikommt. Sagt ihm Bescheid, ihr kommt vom Dieter, von YouTube, wenn er da ist. Das ist nicht auch den ganzen Abend, aber abends ist er da. So, würde ich sagen, das war's mal wieder für dieses Video. Wenn es gefällt, gebt mir ein Like. Und wenn der Kanal noch nicht abonniert ist, abonniert den Kanal. Tschüss. Da hinten läuft da rum, voll im Stress der Tor. Tschüss. Und Oliver, denk daran, ich gebe dir die Bankverbindung. Wolltest du mir eine Kiste Paulaner schicken? Besser, du schickst mir Geld und ich kaufe mir die Paulaner selber. Ne? Tschüss, Oliver und alle, die im YouTube sind. Tschüss.